Guten Morgen hier direkt von der FIBO. Ich bin hier mit Julian Ziedlow und Ron. Sagt man deinen Nachnamen immer? Also die meisten sagen Bielecki, ja. Das heißt aber Bielecki. Bielecki, okay, mit Ron Bielecki. Ein paar Mal habe ich jetzt schon so Vergleiche gehört mit Karl S. und Tim Gabel. Geht dir das manchmal ein bisschen auf die Eier? Ich habe den Vergleich noch nie gehört, darum, ja, ich habe, okay. Also... aber wenn ich das jetzt so höre, finde ich es lustig, aber ich sag mal so, wir haben uns ein bisschen anders kennengelernt, glaube ich, und ja, es war auf jeden Fall nicht geplant, den Business-Move zu machen, den es im Endeffekt auch bewirkt hat. Okay, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Im McFit vor 3 Jahren war das, oder? Ja. Genau, vor 3 Jahren. Da bist du sicher zu Julian so, lass mal ein Foto machen. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht, wirklich nicht. Überhaupt nicht, nein. Julian, wir haben uns so immer wieder gesehen, ja, im Studio, und ich habe halt seine YouTube-Videos geschaut, ja, aber er wusste das halt nicht. Und dann irgendwann an der Beinpresse, die war vollgeladen, ich war 15. Ja. Ja. Er war übertrieben stark übrigens, ja, der hat 15, war so dünn, hatte eine Pumperhose an, so richtig Ronnie Coleman, hatte einen Gürtel, so Gürtel, ich glaube von Kai Greene unterschrieben, so ein Gürtel, und war so dünn und hatte auch so einen polnischen Haarschnitt, so eine fliehende Frisur. Und hat die Beinpresse voll gedonnert und war richtig stark, aber hat sich total übertrainiert. Ich habe den jeden Tag gesehen, ja. Er war jeden Tag im Gym, ja, da hat er gelebt, aber es ist nichts passiert. Dann habe ich ihn mal angesprochen, ey, immer, was machst du eigentlich? Dann hat er gesagt, ja, ich mache gerade die Kartoffeldiät. Was ist die Kartoffeldiät? Kennst du die nicht? Nein. Ja, die hat mal einen YouTuber gemacht, ich will jetzt irgendwie keinen Namen nennen. Okay. Und ja, dann habe ich, glaube ich, über einen Monat nur Kartoffeln gefressen. Auch ohne Beilage, also... Ja, Protein. Nein, ohne. Ja, sagten so. Ja, keine Ahnung. Ich war auf meinem Film. Okay. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer die Kartoffeldiät gemacht hat. Und du hast ihn dann praktisch unter deine Fittiche genommen und hast gesagt, ey Junge, komm, hier mach mal 10-Wochen-Programm, damit das mal was wird. Das Geilste ist, Ron hat, und ich habe nicht ausgewählt, Ron hat das 10-Wochen-Programm gewonnen. Okay. Er hat bei einem Gewinnspiel mitgemacht und hat das 10-Wochen-Programm gewonnen. Das war das Verrückteste. Okay. Und hat dann quasi gelernt, mehr oder weniger nicht mit dem übelsten Bro-Split zu trainieren, den er jetzt wieder anwendet übrigens. Aber damals hat er dann wirklich ja, Push-Pull trainiert, ja, also seine Muskelgruppen öfter in der Woche belastet. Und dann ist auch mal was passiert. Okay. Ja, dann haben wir halt immer ein bisschen mehr zusammengehangen, haben dann irgendwann auch mal miteinander trainiert. Dann ging es irgendwie weiter und Ron hat sich natürlich auch entwickelt. Ihr müsst euch vorstellen, er war 14, 15 Jahre alt. Und gerade in dieser Zeit bis zum 18. Lebensjahr, ich meine, wenn man Fotos von ihm sieht, man denkt, das ist ein anderer Mensch, entwickelt man sich ja ganz extrem. Und diese Entwicklung habe ich halt ja mal ein bisschen näher, mal ein bisschen weiter weg mitbekommen mit Ron. Und das ist natürlich dann krass zu sehen, so für jemanden, der so, ja, das doppelte Alter hat quasi. Mhm. Der ist übrigens nach der WM 98 geboren, ja, das musst du dir mal vorstellen. Wann bist du geboren? Jetzt mal für alle Fußballfans. 25. August 98. Oh Gott, ey, da fühlt man sich scheiße, ja. Aber man fühlt sich auch irgendwie cool, also... Mit Ron rumzuhängen, auch beim Training. Hält dich jung. Ich erinnere mich an mich, ja. Ich erinnere mich aber auch irgendwie daran, Mann, so hätte ich es geil gefunden, weißt du, ein guter Buddy, krasses Selbstbewusstsein, immer ab ins Pearl, immer in Club, VIP sein, bisschen bekannt sein, ja, Miezen bis zum Abwinken. Ja. Wo geht man heute in Berlin so hin mit 18? Pearl. Ich bin jedes Wochenende im Pearl, ja. Matrix ist eher nicht so, ist eine Touri-Disco, oder? Ja, keine Ahnung. Dann kommen immer alle nach Berlin wegen Berlin Tag und Nacht und gehen ins Matrix. Ja, seltsam. Ja. Sehr seltsam. Also du bist nur ich nehme an, du trainierst unter der Woche immer ziemlich fleißig, ja, und samstags wird sich aber klassisch abgeschossen. Ja, aber danach wird auch trainiert. Also auch nach der Partynacht? Ja, auch, ja. Okay, wow. Also ich weiß nicht, ob du mal einen Vlog verfolgt hast von uns, der kommt halt regelmäßig dann, wenn wir zusammen trainieren, hat er durchgemacht und kommt dann so an, ja? Hat noch eine Fahne und wir trainieren halt. Ich meine, ich kann ihm auch nur sagen, ich finde es bescheuert, aber wenn er macht, dann, ich will den 18-Jährigen nicht sagen, ey, hör auf zu trinken, so, ja? Nein, also ist ja auch gut, wenn man jung ist, wenn man dann ein bisschen Party macht und nicht sich zu Hause geißelt an Magerquark und nicht rausgeht. Ein paar Ollen wegmacht, ja, das ein paar ist gut, ein paar ist gut. Ja. Was sagst du, kommt dir der YouTube-Fame zugute bei den Mädels? Ja, schon. Ja? Aber der YouTube-Fame eigentlich gar nicht so. Der Fame, der halt immer so als erstes ins Auge fällt, ist der Insta-Fame. Okay. Ja. Wie viele Follower hast du auf Insta? Boah, ich glaube 28.000. Jetzt knapp drüber. Also sind die jungen Mädels eher auf Instagram aus, ja? Ich meine, die schauen sich jetzt im Pearl nicht so ein YouTube-Video an von mir, sondern checken mein Instagram. Was heißt hier eigentlich junge Mädels? Was heißt hier eigentlich junge Mädels? Wieso junge Mädels? Nee, ich meinte irgendwelche. Nee. Er hat gesagt junge Mädels. Von jungen also jung sind die gar nicht, oder? Ja. Achso, bist du jemand, der auch Milfs mag? Ja. Ja, kann man ja offen und ehrlich sagen. Also Milfs, ja, hier der Ron. Instagram hauen wir unten in die Box rein. Könnt ihr euch melden. Ja, auf jeden Fall. Wie lange bist du jetzt schon im Training? Boah, wie gesagt, ich habe mit 15 habe ich so richtig losgelegt. Aber darf man da durfte man noch nicht doch bei McFit. Mit 15 schon. Mit 15,5 habe ich halt richtig losgelegt. Und mit Anfang 14 habe ich mich angemeldet im McFit mit gefälschtem Schülerausweis. Schülerausweis? Ja. Ja, ist ja jetzt auch nicht gerade für McFit dann unbedingt so rühmlich, wenn das mit einem gefälschten Schülerausweis geht. Wo willst du sportlich noch hin? Ist da was geplant? Irgendwie Wettkampf, so Mains Physik oder so? Wird doch zu dir passen? Nee, gar nicht. Ich habe keinen Bock auf sowas. Ja, ist auch. Ja. Muss man auch sehr diszipliniert sein, ja, und... Also disziplinieren kann ich mich, nur ich habe keinen Bock drauf. So. Julian, was sagst du? Traust du ihm, wenn er mal so ein bisschen gesetteter ist, ja, so, weiß nicht, Mitte 20, traust du ihm dazu, dass er einen Wettkampf absolviert? Ich würde es ihm einfach nicht raten. Also, ich glaube, so wie er gerade am Start ist, ist cool, und jede weitere Sache, wir wissen, wovon ich rede, so würde ihm, glaube ich, nicht so ganz gut tun. Das muss einfach nicht sein. Und ja, ist alles gut, so wie es ist. Er macht seine Fortschritte, er ist bärenstark. Mhm. Was machst du, Kreuzheben? Das letzte Mal waren es 200 Kilo. Das war vor 2, 3 Monaten. Und ja. Kniebeugen? Nee, 4. Was war, was war Kniebeugen? Aber ich muss dazu sagen, seitdem, ich war nämlich immer so, ich wollte die 200 einmal reißen. Dann habe ich eine Woche, bevor ich die 200 dann das erste Mal gehoben habe, bei 192,5 abgekackt. Und eine Woche drauf habe ich 200 drauf gehabt und habe die einfach 4 Mal gehoben hintereinander. Ja. Und seitdem habe ich guten Rocker-Boost. Ja. Und seitdem habe ich halt keinen Kreuzheben mehr gemacht. Ja. Warum? Ja, Bizepstraining ist geiler. Bizepstraining ist geiler, ja. Wie sind sonst die Kraftwerte? Ja, auch relativ gut. Also auf der Kurzhantelbank nehme ich so 50er. Ja. 4 bis 6 Mal. Kommt immer drauf an, was ich gegessen habe und so. Da bin ich immer bei 100 Kilo. 110 packe ich auch, aber bei 100 fühle ich mich wohler. Bei welchen? 80 Kilo. Ja. Ja, können jetzt ja mal einige reflektieren. Du bist 18. Genau. Ja, was sie so mit 18 für Gewichte bewegt haben. Was ist dein Lieblings-Rocker-Supplement? Das war immer der Takeover, aber jetzt seit Playhard auf jeden Fall der Playhard, der Pump Booster. Also keine Cookies oder sonst irgendwas? Naja, Cookies haben wir nicht, aber die Riegel sind... Ich mache mir auch gerne die Protein-Pancakes, nur ich krieg die nicht immer ganz gut hin, wie ich es mir so gern vorstellen würde. Genau. Und ja, die Riegel esse ich immer wieder. Julian, du hast ja... Drehen die den Zaun eigentlich so auf, da steht niemand? Nee, das waren... Ich glaube, das sind die... Ah, okay. Du hast ja jetzt 17 Produkte gelauncht. Ja. Wie sind die so angelaufen? Ja, war verrückt. Also einmal natürlich hier auf der FIBO war es crazy und im Online-Store, also das war bisher ja, der absolut beste Tag, den wir jemals hatten. Was kam so am besten an? Die Creams. Also bei uns ist immer, wir sind ja ein Mix zwischen Mainstream, aber auch absolute Science-Produkte. Ja. Und Workout Playhard sind absolute Science-Produkte, die kamen übertrieben gut an, aber genauso die Creams auch. Okay. Und wir haben zum Beispiel auch die Pancakes gerestockt und da ist natürlich auch einiges gegangen. Okay. Hast du es auch so erwartet oder sind da Überraschungen? Nö, habe ich eigentlich so erwartet. Also was ich nicht erwartet hätte, war gestern Donnerstag, dass das eigentlich wie ein Samstag mehr oder weniger war, so ja, zum Teil, also teilweise, nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder so eine Peaks gab, das war der absolute Wahnsinn. Und ja, sowas hat mich eher überrascht. Sowas freut mich natürlich. Hast du hier schon andere Stände gesehen? So ein ganz bisschen. Ich verfolge natürlich intensiv Rocker, Boom Boom und Sweet Kitchen, die in meiner Nähe sind. Ja. Aber ansonsten jetzt nicht so viel. Ich lasse mir natürlich auch Sachen sagen, welcher gut war, welcher vielleicht unter den Erwartungen blieb. Aber wir haben ja auch erst Donnerstag und ich schaue da wie jetzt in den letzten Monaten generell einfach nur auf mich. Gibt es irgendwie bei der FIBO Leute, auf die du dich freust, mit denen du cool bist? Flavio kommt ja, glaube ich, leider nicht. Ansonsten sind Johannes, Lukas waren da. Der hat mit meinen Athleten so ein bisschen getalkt. Ich werde ihn sicherlich auch nochmal sprechen. Mit Halbgottschmiede verstehe ich mich eigentlich, wenn wir uns sehen, immer ganz cool. Ja. Der war auch da. Ansonsten kam auch Eike, finde ich klasse. Eike ist ja mit Wenke zusammen und auch wenn er mal der Spion ist und gute Sachen abguckt so für seine Sponsoren, ist er doch sehr sympathisch und ich freue mich natürlich auf ihn. Und natürlich mein Team, ich wusste auch nicht, wie das alles zusammen interagiert, natürlich bei Videos, bei dem Trailer, den du auch gesehen hast, ja. Hat das alles geklappt, aber wie das auf der FIBO läuft. Und es war einfach so, ich war zum Teil mal bei Boom Boom drüben oder musste einfach mal meine Stimme oder ich habe auch ein bisschen was am Schienbein schonen und da war ein Kai, war oben auf der Bühne und hat einfach mal 4 Stunden hintereinander mit jedem ein Gespräch geführt und ein Foto gemacht. Und ich habe so hochgeguckt und dachte so, Mann, genau so habe ich es mir vorgestellt, ist das geil. Ja, also ich fand es megamäßig. Ja, euer Stand muss man ja sagen, der ist ziemlich gut geworden. Wie viel, vielleicht kannst du mal den Leuten sagen, wie viel Planung steckt da bei euch in der FIBO? Also wir sind alleine auf dem Rocker-Stand. Wir sind alleine auf dem Rocker-Stand, wenn es zu den Hochphasen am Samstag 56 Leute. Okay. Die müssen natürlich komplett koordiniert werden und so weiter. Das heißt, ungefähr ein halbes Jahr vorher, 3/4 Jahr vorher fängt die FIBO-Planung an. Dann gibt es mindestens 4 Meetings insgesamt die Woche, wobei ich bei einem dabei bin. Und ein halbes Jahr 4 Meetings die Woche für die FIBO? Ja, okay. Mal kürzer, mal länger. Diese intensiven Meetings finden dann jeden Dienstag statt, wo Alina und ich auch mit drin sind, wo dann absolute Entscheidungen fallen und davor halt Meetings mit dem Technikteam, mit den Hostessen und so weiter und so weiter. Also ja, da wird gemacht und getan und dann wird vorbereitet bis zum Abwinken und dann hofft man, dass das alles erfolgreich wird. Okay, also ihr seht, da steckt richtig viel Planung drin, dass nicht so kurz mal in 2 Wochen dahin gerotzt, sondern ein halbes Jahr viel Arbeit und wahrscheinlich auch viel Kohle. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es bei euch am Wochenende zugehen wird. Man kann sagen, dass ihr so mit aktuell der heißeste Stand seid, die heißeste Brand. So, das wird jeder FIBO-Besucher bestätigen, ist jetzt nicht nur weil Gannikus und ich in der WG wohnen richtig. Und zusammen in Urlaub und fahren. Und nicht immer Protein-Eis umsonst bekommen, ja, sondern, muss man sagen, haben die meisten Leute auch bisher bestätigt. Hast du irgendwas von anderen Herstellern gesehen, wo du gesagt hast, oh, cool, vielleicht bringen wir auch mal so ein Produkt raus. Muss kein Produkt sagen, aber ob du irgendwie dich hast hier inspirieren lassen können. Ich finde dieses ganze Soßen, Supplements in Dosen und ja, diese ganzen Themen finde ich super interessant. Aber bisher ist es so, dass natürlich auch die Hersteller derjenigen zu uns kommen und uns die Sachen vorstellen. Ja. Und ich muss sagen, bevor ich etwas raushaue, was ich jetzt erstmal raushaue, um Umsatz zu machen, ist wie mit den anderen Supplementen. Die lasse ich erstmal 3-4 Mal durchlaufen, bevor da was passiert. Und darum dauert es bei uns ein bisschen länger. Aber wir hoffen in dieser Riege dann auch absolut wieder Spitzenreiter gleich am Anfang zu sein. Das klingt für mich so, also um das den Leuten mal zu erklären, zum Beispiel so Soßenhersteller, die kommen auch auf uns zu und sagen, hey, guck mal, da könnte euer Logo sein. Irgendwelche polnischen Firmen sind das dann gerne mal und dann haut man da sein Logo drauf und verkauft die Soße als Beispiel. Genauso ist es beim Whey und bei vielen anderen Sachen. Ja. Und das klingt so, als ob ihr eigentlich nie diese Standardlohnherstellerversion nehmt, sondern immer praktisch etwas komplett Eigenständiges habt, eine eigenständige Rezeptur. Ja, also wir sagen immer noch, dies raus, das rein und so weiter und so fort. Der Geschmack muss besser, hier und da, weil wir kennen unsere Kunden natürlich auch jetzt mittlerweile in- und auswendig und die Erwartungshaltung ist so groß, dass ein Produkt von der Stange, was direkt beim anderen Hersteller irgendwann auftaucht, nicht machbar ist. Vor allem nicht, wenn man im Hochpreissegment arbeitet. Und aus dem Grund dauert es bei uns, wie gesagt, länger. Wir können nichts von der Stange nehmen. Wir lassen uns auch bei, ja, würde ich sagen, 99% der Produkte lassen wir uns auch absolut absafen, dass es nur unsere Formel ist. Okay. Wir hatten ja jetzt erst letzte Woche das Interview. Ja. Hast du dir mal so ein bisschen die Reaktionen gegönnt? Ja, ein bisschen schon. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste ja, was kommt. Ich finde es erstaunlich cool. Ja. Also Hate und Liebe bringt immer am meisten. Aber davon mal abgesehen, waren es irgendwie so 2:1 Likes zu Dislikes. Und das sind für meine Verhältnisse auf deinem Channel doch noch eine angenehme Zahl. Ja, ich bin mal gespannt, wie das hier ankommt. Vielleicht bringt Ron so einen Bonus mit. Ron, du bist bei mir, du bist am Arsch. Meinst du, bringt keinen Bonus? Nee, wenn Ron irgendwo anders wäre, würden den, glaube ich, also ich weiß nicht, wie man ihn haten kann, aber gut. Aber wenn er bei mir ist, bekommt er nämlich immer einer ab. Aber er bekommt dadurch natürlich auch gleich eine riesige Fanbase, die ihn liebt. Und stimmt, ja. Ron, muss man ganz ehrlich sagen, wegen dem Vergleich auch von vorhin, ohne die beiden jetzt persönlich zu kennen. Ron ist der loyalste und coolste Typ, und zwar schon mit 16 gewesen. Mhm. Dem wurden ein paar Sachen zugeflüstert, ein paar Unwahrheiten, ein bisschen rumgeeiert, und da hätte ein anderer 16-Jähriger, wäre da umgekippt. Und Ron ist immer, hat sich immer von der zweiten Seite der Medaille überzeugen lassen, und das in seinem Alter schon. Ja? Manchen wird er so vorkommen wie ein bisschen einfach gestrickt. Das ist er auch bei ein paar Punkten, aber bei anderen Punkten ist er wiederum genial. Ron ist wirklich ein Inselbegabter. Ron ist absolut herzlicher Mensch. Ich hab von ihm eine Grußbotschaft für Alinas Geburtstag gemacht. Wenn man sich die anguckt, wie er da ins Video guckt, da kommen einem die Tränen, weil es ist aus tiefstem Herzen gemeint. Der Junge hat nicht die Kohle überhaupt. Ich habe Geburtstag, er schenkt mir einen iTunes-Gutschein für 50 € vor 2-3 Jahren. Einfach so. Okay. Ja, und dann schenkt er mir letztes Mal einen PlayStation-Controller zum Geburtstag. Das sind alles nicht günstige Sachen. Und der Junge verdient einen Bruchteil von mir. Ja, und macht es einfach aus Herzlichkeit. Was machst du denn eigentlich? Ich mache gerade mein Abi. Ich habe noch ein Jahr vor mir. Nebenjob? Nee, nix. Nur YouTube, Mann. Ja. Er wird von uns gesponsert, ja. Natürlich einem 18-Jährigen entsprechend. Ich werde ihn nicht voll donnern. Weil was will ein 18-Jähriger mit viel Kohle? Ja, das heißt nicht, dass er nicht dementsprechend bezahlt wird. Aber ich werde nicht jetzt sagen, hey, du bist der Superstar, du bekommst 8.000 € im Monat und go. Weil ich weiß genau, was dann passiert. Ich habe auch ein bisschen Verantwortung ihm gegenüber. Und ich sage ihm, mach dein Ding, sauf dir den Arsch weg. Aber Alter, es gibt Grenzen und die hältst du ein. Ansonsten hängen wir nicht mehr zusammen rum. Ich probiere zumindest ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Wie sieht es eigentlich aus? Was sagen deine Eltern zu dem Ganzen? Was meinst du jetzt, saufen oder? Zu dem ganzen YouTube-Ding, dass du mit Julian so viel unterwegs bist. Ja, die freut es auf jeden Fall, dass ich jemanden gefunden habe, der so fest im Leben steht, ne? Also sehen die Julian so ein bisschen als seinen Mentor. Ja, genau. Hast du seine Eltern auch schon kennengelernt und so ein bisschen abgeholt und gesagt, ja, wir gucken schon, dass er da nicht abhebt und nicht abdreht? Also das wird passieren, ich werde seine Eltern kennenlernen, ja. Aber ich gehe das alles wirklich immer mit Bedacht an. Das heißt also, ich werde Ron jetzt nicht nur mit ihm rumhängen, wir zu Hause, yeah und so weiter, weil ich weiß ganz genau, das geht schief. Der ist 18, ich bin 32, wie soll sowas enden? Ja, und deshalb probieren wir gewisse Punkte, Überschneidungen im Leben zu finden, das ist Training und YouTube, die uns verbinden, und es muss nicht alles, wenn ich Videos sehe, die er mit seinen Kumpels macht. Wallah, so, nein, Alter, mach mal nicht, ja. Dicker, Land am AMK, Alter, hier Dings. Da denke ich mir, Mann, Digga, soll ich da mitkommen? Ja. Also ist Käse. Das ist Käse. Und darum, er soll sein Ding machen, er ist 18 und da muss ich nicht mit rumhängen. Okay. Hättest du gedacht, dass der Ron so gut ankommt? Ich habe ihm immer gesagt, Ron, du musst nur sein, wie du bist. Sei genauso gestört, weil die geilsten Sachen passieren außerhalb der Kamera. Sei genau so, wenn die Cam an ist. Sei einfach du, 100%. Und als er das gemacht hat, als er anfing, seine Positionierung zu finden, nämlich sich selbst, was ihm auch am meisten Spaß macht, ja. Soll er über If It Fits Your Macros reden oder über Nährwerte oder wie man richtig trainiert? Das macht jeder, ja. Und in die Sparte reinzueiern ist Bullshit. Und er soll einfach sein, wie er ist, Scheiße bauen, und das kommt am besten an, und das ist auch der Wiedererkennungswert. Ron hat von allen neuen YouTubern den allergrößten Wiedererkennungswert. Der hat 14.000 Abo, 60.000 Klicks, und das heißt einfach was mittlerweile in dieser Liga. Das stimmt, also da gibt es, glaube ich, aktuell wenige, die das so wirklich konstant haben. Nicht mal du hast das konstant. Ich habe meine Klicks sind hochgegangen. Ich bin jetzt wirklich, ist so lustig. Mir sind YouTube-Klicks waren mir nie besonders wichtig. Ja. Aber in den letzten 8 Wochen war ich 6, 7 Mal in den Trends. Ja, warum eigentlich? Ich wusste nicht mal, was es ist. Ja, ich habe das auch mal mitbekommen und dann waren so News von uns, die doppelt so viel Klicks hatten, waren nicht in den Trends. Ja? Ja. Also keine Ahnung, wer da diesen Algorithmus bei YouTube macht, aber... Da hat der Ziedlow bestimmt auch seine... Ja, Ziedlow bestimmt auch seine Finger am Spiel. Ja, richtig. Der Puppenspieler hat wieder zugeschlagen. Ja, hat er wieder hier Kohle an YouTube und deswegen... Er zieht den YouTubern Geld aus der Tasche. Aber man muss sagen... Außer Uwe sind, glaube ich, und Hardgainer sind auch manchmal in den Trends. Ansonsten ist da niemand aus dem Fitness. Schmale Schulter war einmal und Alina war jetzt auch 2 mal oder 3 mal. Okay. Ja, ja. Okay. Aber niemand schlägt den Ziedlow in Sachen Trends. Ich muss auch sagen, wir waren auch schon ein paar Mal, aber nicht mal 5 Mal. Aber ich habe es oft dann auch nicht mitbekommen. Ron, was ist bei dir noch so geplant für die Zukunft? Hast du überhaupt einen Plan für die Zukunft? Auch zum Beispiel beruflich. Was willst du mal machen? Ich habe keine Ahnung. Ron, wie ist denn dein Businessplan? Hä? Also, ich sag mal meinen Businessplan. Ich will ein Fitnessstudio eröffnen. Ja. Da soll es nur so Bizepsgeräte geben, weißt du? Vielleicht auch ein paar Trizepsgeräte, aber der Ron soll auch. Du kriegst nachher von mir einen Bizepsblaster. Ja, einen Gannikus Bizepsblaster. Ja, bitte. Könnt bitte. Ihr sonst hier käuflich erwärmen, aber Ron kriegt ihn so. Ihr habt ja Hanteln bei euch. Ja, kannst mal austesten. Ich teste dann auch direkt mal, ob es möglich ist, damit Schwung zu holen. Aber nein, das ist ja für mich sollte es möglich sein, weil ich hole überall, egal was ich mache, ich hole immer irgendwie Schwung mit raus. Also höre ich raus, Bizeps, absolute Lieblingskörperpartie, die du am liebsten trainierst. Ja. Obwohl du ja, man muss sagen, also echt gute Kraftwerte hast. Ja, ich bin auch was curlst du, Ron, was curlst du? Habe ich mal 50er genommen. Es war eher eine Rückenstreckerübung, aber... Ich hab mit 40ern schon so 12... Die waren echt sauber. 12 Schwung, ja. Ja. Und mit 46ern habe ich auch so 2 Reps pro Seite gemacht. Hammercurls. Ja, Hammercurls. Und eingedreht packe ich schon 34er. Auch mit Schwung, aber halt eingedreht, ja. Ich weiß, du musst jetzt gleich die Stoffer-Vorwürfe gefallen. Ja. Eigentlich auch schon mal. Ich aus wie ein Stoffer, deswegen, ich denke. Aber für 18 wirklich top. Ja, danke dir. Kann man sagen. Hast du schon mal einen Shitstorm gehabt? Ich hab seit kurzem. Also es hat also die letzten 3 Videos, die ich jetzt so abgeloadet habe, kennst du auch die Leute. Treusbart nennen sie sich. Ja, natürlich. Ja. Manuel Kleidner und so weiter. Mein Name wurde auch schon verarscht. Wie heißt? Ich auch schon. Galacticus, glaube ich. Wisst ihr was? Ron ist der einzige echte Troll auf YouTube. Weil Ron ist es scheißegal, was man zu ihm schreibt. Und es ist bei anderen Trolls nicht so. Die fühlen sich angegriffen. Und eigentlich ist was ein Troll ist, wenn es auf Wikipedia stehen würde, ich weiß nicht, ob es steht, ist, dass er sich nicht angegriffen fühlt durch so eine Sachen, weil es ihm egal ist, weil er ein Troll ist. Und Ron ist der einzige echte Troll auf YouTube. Meiner Meinung nach. Jayco vielleicht noch. Ja, aber er ist ja auch so ein harter Supporter des Troll-Squads. Ah, okay. Hast du eigentlich seine Videos gesehen? Fair, aber hart? Doch, ein bisschen habe ich reingeguckt, ja. Nicht ganz so intensiv wie früher, wo wir hier Fitness in unserer WG damals immer das Fitness-Magazin beim Abendessen. Ja, damals, weißt du noch, mit Kerzenlicht. Das war schön. Ja. Aber wie wurde dein Name verunstaltet vom Trollscore? Boah, ich weiß es gar nicht. Auch voll schlecht so. Weil ich meine, die jucken mich halt gar nicht. Ich fände es halt nur cool, wenn die Sachen, was geschrieben wird, dann wenigstens auch lustig wäre, weißt du, aber ist es nicht. Ja, man merkt einfach, dass es so voll irgendwie aus dem Nichts irgendwie zusammengereimte Dinge sind, die gar keinen Zusammenhang haben. Die sind fast so schlimm wie meine YouTube-Videos, weißt du? Die haben auch nämlich auch keinen Zusammenhang mit dem Titel, mit dem Thumbnail. Nur die hauen da so Sachen raus, wo ich mir denke, das hat nichts mit dem Video zu tun, weißt du? Ist dann halt so sehr gewollt und ein bisschen künstlich und... Ja, nicht jeder ist ein guter Troll. Ja, ich konnte auch immer gerne mal. Ich schieße immer gerne mal zurück. Siehst du dir jedes Kommentar rein? Ja, schon. Also die meisten sehe ich. Ja, wenn du 18 bist, weißt du, haust ein Video raus, was 60.000 Klick hast, dann feierst du dich natürlich auch übelst. Also Ron ist dafür, für seinen Erfolg quasi mittlerweile sehr bodenständig noch, aber natürlich liest er, glaube ich, auch jedes Kommentar und jede Nachricht, die er bekommt, und schreibt zurück und macht und tut, ist ja klar. Wie ist das? Jetzt ist mir eingefallen, wie mein Name verunstaltet wurde. Ron Schwulecki. Das jetzt. Vor allem auch schwul, weißt du? Ich glaube, die folgen mir nicht auf Instagram und sehen meine Story, weil die Freitag 19 Uhr startet und Sonntag 11 Uhr morgens aufhört. Ja, also mit schwul so Späße zu machen ist immer so lame, ja. Ich muss sagen, Daniel Gildner, er hat so die allerbesten Namensformen mit nicht zur FIBO, komm hier und sowas. Das ist schon ganz lustig. Ron, ich hatte vorhin schon mal gefragt, was ist für die Zukunft geplant? Ich weiß es wirklich nicht, nee. Ich will probieren, bei YouTube etwas aktiver zu werden. Ja. Krieg's nicht immer ganz so gut hin. Aber ja. Aber Instagram fällt mir halt leicht, immer dort aktiv am Start zu sein, ja. Ich kann mir vorstellen, bei dir wahrscheinlich in der Schule sind auch andere, die irgendwie YouTube, Instagram und so machen. Ist da irgendjemand, der so ein bisschen mehr Fame hat? Nee, eigentlich nicht. Es sind auch keine Leute, die YouTube machen, irgendwie nicht, nein. Ich dachte, das ist jetzt so bei den Jungen. Halt einen Instagram-Account, aber das sind so diese Privat-Accounts, weißt du. So. Ja, Julian, du noch irgendwelche letzten Worte hier zu unserem kleinen FIBO-Talk? Ja, vielen Dank fürs Interview. Supportet Ron bitte. Er hat's verdient. Ob negativ oder positiv ist egal. Genau, ja. Der Bizeps Blaster. Hier, Ron. Exklusiv für dich. Hervorragend. Kannst dich nachher austoben und du darfst gerne einen Erfahrungsbericht geben, ja. Denn die sind brandneu. Könnt ihr nach der FIBO auch kaufen und natürlich auch hier bei der FIBO. Ist das größte S-Shirt? Und einen Stringer kriegst du auch noch. Was trägst du bei Stringern? M. Dann gib ihm mal ein M. Er meint, er passt in M. Kriegst noch einen Stringer on top. Habt ihr auch eine Leggings für mich oder so? Leider nein, leider nein. Wir haben so ein Nackenpölsterchen. Habt ihr auch einen Wadenblaster? Leider nein. Warnblaster noch nicht, aber ich glaube, das könnte gut laufen. Das wäre krass. Oder ein Sub nur für die Waden. Okay, Calf. Gut, Leute, wir sind erstmal raus. Viel Spaß euch. Macht's gut. Bye, bye.